Hallihallo ihr Lieben, heute kommt meine, wie schon vor Ewigkeit angekündigte, Review zu den Muyu Plates und zum Muyu London Hall. Und ja, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit den Fakten zu dem Einkauf an sich, würde ich sagen. Also jede einzelne Platte kostet im Online-Shop 4,99 €, das wären umgerechnet 6,20 €, also um die 6,20 €. Und wie viel dieser Stempel gekostet hat, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich kann das gleich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall habe ich im Internet einen Rabattcode gefunden. Und zwar heißt der Sammy20. Und wenn ihr den eingibt, dann bekommt ihr, ich glaube, das waren 20% Rabatt auf euren ersten Einkauf. Diese Info habe ich euch auf jeden Fall schon in meinem Muyu London Hall gegeben, also da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen, wenn ihr jetzt genaueres dazu wissen wollt. Und ja, auf jeden Fall werde ich euch jetzt gleich nochmal ganz kurz zeigen, wie die einzelnen Platten aussehen und dann euch einfach noch einen Testvorgang zeigen. So, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, dieser Stempel kostet 6,99 € und in Euro wären das circa 8,60 €, 8,70 € so. Ja, genau. Dann zeige ich euch jetzt nochmal ganz schnell, wie die ganzen Sachen einzeln aussehen. Das habe ich auch schon in meinem Haul gemacht. Also hier habt ihr, wie gesagt, den Stempel. Der hat eine sehr weiche Seite. Die ist, also die große ist die sehr weiche Seite. Und noch eine kleinere, etwas härtere Seite. Und dazu gab es dann noch zwei Scraper aus Plastik. Das sind diese hier. Und dann zeige ich euch jetzt noch schnell die Motive. Ich hoffe, man kann das jetzt hier erkennen. Also hier habt ihr so Partymotive für Silvester oder Geburtstag. Dann haben wir hier, ach so genau, und das war die Nummer 05 aus der Festive Collection. Aus der Festive Collection die Nummer 01, da habt ihr so eine Weihnachtslandschaft. Und die dritte Platte, die ich aus der Festive Collection habe, ist die Nummer 04. Und die hat solche Weihnachtsmotive. Kommen wir dann zu der nächsten Collection. Das ist die Tourist Collection. Die Platte habe ich noch nicht gereinigt, also nicht wundern. Und ist passend zum Thema London. Die zweite Tourist Collection Platte, die ich habe, hat die Nummer 03. Und sieht so aus, passend zum Thema Paris und Frankreich. Dann habe ich noch eine Platte aus der Pro Collection mit der Nummer 04 und ja, die sieht so aus. Finde ich auch sehr schöne Motive. Und die letzte Platte, die ich habe, ist aus der Suki Collection und hat die Nummer 03 und die hat hier solche, ja, ich sag jetzt mal kleinen süßen, ja, Lebensmittel mit Gesichtern und Tierchen und so, ja. Genau. Und jetzt kommen wir noch schnell zu einem Live-Test und dann würde ich sagen, gebe ich euch noch eine ganz kurze Rückinfo, wie ich das jetzt alles finde. Und dann war es das auch schon. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Live-Test. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Stampen. Ich nehme eigentlich immer diesen größeren Schaber und dann machen wir jetzt erstmal den Lack auf das Motiv. Ich nehme jetzt mal dieses hier. Und das Motiv werde ich, weil es ein bisschen größer ist, mit der größeren, weicheren Seite nehmen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei größeren Motiven ein bisschen leichter mit dieser Seite geht meistens, aber müsst ihr einfach dann ausprobieren. So, ich schmier das einfach so ein bisschen davor. Und ihr solltet nicht an Lack sparen, weil wenn es zu wenig ist, dann funktioniert es halt nicht. Okay, und dann mit dem Schaben und Stempeln, das müsst ihr alles relativ schnell hintereinander dann machen. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's on the und schon ist das Motiv auf eurem Lager. Wenn ihr mit der Seite stampt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht zu doll aufdrückt, weil dadurch, dass die Seite halt so weich ist,
verzieht sich das gesamte Motiv, wenn man halt so hier so doll aufdrückt, dann zieht sich das alles hier so rüber. Bei der harten Seite ist es halt nicht so, weil sich nichts verzieht, wie ihr halt hier sehen könnt. Da geht das relativ leicht. Ja, dann kann ich jetzt nochmal schnell ein Motiv mit der Seite stampen. Und vielleicht dann mache ich euch auch nochmal ein Beispiel, dann einfach, wenn man damit zu doll aufdrückt. Genau, dann machen wir das jetzt mal. Okay, jetzt werde ich mit der dünnen, also kleinen Seite, diese, also irgendeine von den Schriften auswählen, weil die halt dünne Linien haben und keine großflächigen Stellen haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ja, ich werde jetzt mal auf Papier stampen, weil das jetzt zu umständlich ist, wenn man immer einen neuen Nagel dafür nimmt. Ist ja eigentlich fast das Gleiche. Okay, und schon steht hier Baker Street. Hier könnt ihr ruhig ein bisschen doller mit aufdrücken, weil, wie gesagt, das lässt sich nicht so leicht verziehen. Und dann zeige ich euch jetzt noch schnell, wie es ist, wenn man hiermit, also mit der Seite zu doll aufdrückt. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Regenschirm. Weil es halt auch eine größere Fläche ist und die dickere Seite besser geeignet ist für die dickeren Flächen. Seht ihr? Es wurde hier alles jetzt über den Rand hinausgezogen. Ja, und dann kriegt ihr halt vielleicht so ein Strich hin. Also, ja, es geht halt einfach besser, wenn man halt nicht zu da ist, einfach einmal so rüberrollen, ohne irgendwie zu drücken, sondern einfach wirklich nur einfach rüberrollen. Gar nicht doll aufdrücken. Ja, genau, das war's dann eigentlich, denke ich, auch schon zu der Review. Ich konnte jetzt, kam jetzt nicht so gut mit dem Teil klar. Also gut, man kommt damit auch klar, aber ich finde es einfach mit dem Ding ein bisschen praktischer. Hier ist die Seite irgendwie dünner zum Scrapen. Ja. Genau, zum Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich sagen, dass ich es generell ein bisschen teuer finde, aber dafür, dass die halt wirklich exklusive Bilder sozusagen da drauf haben. Also wenn man jetzt bei Essence guckt, klar sind da für das ganz normale Stampen jetzt, wenn man einfach mal sich was raufstampen möchte auf den Nagel, reicht das voll und ganz aus. Aber jetzt zum Beispiel solche Motto-Platten kriegt ihr dann halt nur dort und ja, dafür finde ich es auch eigentlich vor allem mit dem Rabattcode am Anfang ganz okay dann, wenn man sich das dann halt bestellt. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich mir die Platten bestellt habe. Ich bin mit denen sehr zufrieden und halt wie gesagt, damit könnt ihr halt wirklich euch aussuchen, zu was für Motto ihr stampen wollt. Im Gegensatz zu den Essensplatten und vor allem habt ihr auch hier, also ihr seht, hier sind jetzt glaube ich, wie viele Motive sind hier drauf? Puh. Also hier sind jetzt 30 Motive drauf und ich finde, das ist echt eine ganz schöne Anzahl, womit man auch ganz sicher was anfangen kann und wo dann auch für jeden eigentlich irgendwie ein Motiv dabei sein sollte. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und schreibt mir, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Haul oder zu den Platten oder zu was auch immer, schreibt es mir in die Infobox und dann hoffe ich, konnte ich euch damit helfen und vielleicht euch auch zu einer oder gegen eine Kaufentscheidung helfen. Und ja, dann, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!